Tag und herzlich willkommen zu Extra 3 mit Kuttner. Oh, es ist ein sehr, sehr gutes Publikum, ich kann es nicht anders sagen. So ein Publikum ist Luxus. Wir müssen überhaupt über Luxus reden. Luxus muss ja nicht immer gleich automatisch mit Gold oder Diamanten zu tun haben. Ne? Manchmal können ja auch die ganz kleinen, alltäglichen Dinge Luxus sein. Und keine Sorge, ich komme Ihnen jetzt nicht mit so Hippie-Kram um die Ecke wie Zeit mit der Familie oder ein schöner Sonnenuntergang. Ja, Luxus, Luxus. Ich meine die wirklich kleinen Dinge, alltägliche Dinge, wie zum Beispiel ein Stock. Ja, auch ein Stock kann sehr, sehr wertvoll sein. Man muss sich nur eine sehr, sehr gute Geschichte dafür überlegen. Sie können das einfach mal ausprobieren. Beim nächsten Spaziergang nehmen Sie einen Zweig, den finden Sie, dann stammt der einfach von der, sagen wir mal, kalifornischen Faladu-Urweide und der kann bei der Rauchentwöhnung helfen. Ne? Oder den Babys das Zahn erleichtern, ist ja wurscht, Sie können sich ja irgendwas ausdenken. Und jetzt bitte nicht nachfragen, es gibt natürlich keine kalifornische Faladu-Urweide, aber es gibt auch keine Piemont-Kirsche und es gibt trotzdem da draußen Menschen, die gerne Morcherie essen. Und die an die Piemont-Kirsche glauben. Und wissen Sie warum? Weil das einfach eine geile Story ist. Das ganze Ding mit der Kirschexpertin Claudia Bertani. Kennt ihr die noch? Wieso da mit der Kirsche? Oh, ist eine gute Piemont-Kirsche. Der Mensch braucht einfach nur eine geile Geschichte. Und zack, ist er sofort bereit, Unmengen an Kohle auszugeben für kompletten Bullshit. Manchmal muss man sich noch nicht mal eine gute Geschichte überlegen, sondern einfach nur einen neuen Namen. Ich meine, ein gutes Beispiel sind Rasierer. Ne? Die gehen ja auch für wesentlich mehr Geld über die Theke, wenn da Lady Shaver draufsteht. Ich habe trotzdem das Gefühl, vielleicht sind Sie von meiner Theorie noch nicht ganz überzeugt, aber bitte gucken Sie sich mal den realen Irrsinn in Parchim an. Dieses Wasser ist purer Luxus. Sein Name minus 181. Sein Preis 18 Euro pro Flasche. Es kommt aus einem Brunnen in 181 Metern Tiefe in Parchim und wird von einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke produziert. Zum Start der prickelnden Geschäftsidee lobte der Wirtschaftsminister das Wasser in vollen Zügen. Ich bin hier heute gerne hergekommen, um dem neuen Mineralwasser auch die richtige Aufmerksamkeit zu schenken, dass es dann auch gut promotet wird. Und ich denke, es wird sehr gut angenommen von der Bevölkerung. Muss ich nicht haben. Ich nehme es aus der Leitung. Ist auch von den Stadtwerken. 18 Euro. Ich weiß was Besseres für 18 Euro. Nehme ich doch lieber eine Flasche Wein, ne? So. Wie ignorant. Das Wasser hat nicht nur Premium-Qualität, sondern Ultra-Premium-Qualität, behauptet die Gesellschaft. Überhaupt sprudelt es nur so aus den Werbetextern. Die besondere Weichheit dieses Wassers wird schon beim ersten Kontakt mit der Zungenspitze spürbar. Auf seinem Weg die Zunge entlang begleitet das Wasser ein neutral harmonischer Geschmack. Naja. Wie schmeckt das? Nach Wasser. Es schmeckt relativ gewöhnlich. So. Glaube ich nicht, dass es wert ist. Mit minus 181 sollte Parchim in aller Munde sein, so heißt es in den GmbH-Gründungsunterlagen. Der öffentliche Zweck des Unternehmens besteht in der Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Ansehens der Stadt Parchim in Kreisen, die sonst nicht von Parchim Kenntnis nehmen. Deswegen ist der Name Parchim auch prominent platziert. Finde ich nicht. Das ist vielleicht versteckt oder so und ich sehe es gerade nicht. Doch. Ehrlich? Parchim. Nein. Ja. Aber ganz aber klein. Das kann doch nicht wahr sein. Das muss ja hier oben stehen. Das hätte wie so ein. Und dann ist das Luxuswasser auch noch ein Fall für den Landesrechnungshof. Aus unserer Sicht ist aber der Vertrieb eines Luxusmineralwassers sicherlich kein öffentlicher Zweck. Im ersten Verkaufsjahr wurde die Bilanz verwässert. Statt geplanter 7000 Flaschen wurden nur 373 verkauft. Bis zum Ende des Jahres 2018 hat die GmbH einen Verlust von 650.000 Euro verwirklicht. Statt minus 181, also minus 650.000 Euro. Von der Stadt sprudeln keine Antworten zum Thema. Naja, ist ja auch ein stilles Wasser. Nein, meine Güte.
Das war ein Film von Daniel Sprenger, Alter Falter. Angenommen, Deutschland hätte so einen Werbeslogan, ne? Dann wäre der vermutlich: Wir lieben Autos. Denn wir tun das. Wir lieben Autos. Die deutsche Liebe zu Autos ist nahezu vergleichbar mit der amerikanischen Liebe zu Waffen. Jeder weiß, ja, Sie müssen gar nicht lachen, jeder weiß, dass man wahnsinnig viele Todesfälle eigentlich vermeiden könnte, wenn man nur ein paar härtere Gesetze einführen würde. Zum Beispiel ein Tempolimit auf der deutschen Autobahn. Oh, das Publikum ist gespalten. Das gibt's fast überall auf der Welt, nur bei uns nicht. Bei uns ist freie Fahrt für freie Bürger. Yay! Und fürs Klima wäre es natürlich auch besser, ein Tempolimit zu haben. Aber die Anhänger von Fridays for Hubraum fühlen sich ja alleine schon durch die Diskussion so hart angegriffen und eingeschränkt, als wolle man sie zwingen, die gesamte deutsche Autobahn eigenhändig wieder abzubauen. Dabei muss sich die Autolobby ja gar keine Sorgen machen. Ich meine, im gesamten letzten Jahr haben alle über Greta Thunberg gesprochen. Gleichzeitig hat aber die Neuzulassung von Geländewagen und SUVs das erste Mal die Millionengrenze überschritten. Das ist assi. Nur mal ganz kurz zur Info. Knapp ein Fünftel der gesamten deutschen Treibhausemissionen stammt aus dem Verkehr. Das ist der einzige Sektor, in dem die Emissionen seit 1990 nicht gesunken sind. 1990, Sie erinnern sich vermutlich, nicht? Ich war 11, Matthias Reimer ein Sexsymbol. Also nicht für mich, denn ich war 11. Und weil sich trotzdem so viele Autofahrer von den autoritären und totalitären Klimakindern des Zorns unterdrückt fühlen, hat Daniel Sprenger sehr, sehr lange gesucht, aber dann doch extra ein Beispiel gefunden, wo Autofahrern tatsächlich das Leben ein ganz kleines bisschen schwer gemacht wird. Hier entsteht ein neues Wohngebiet in Hürth bei Köln. Direkt daneben verläuft diese Umgehungsstraße. Von der hat die Stadt sogar extra eine Zufahrt zum Neubaugebiet gebaut. Also theoretisch. Wir stehen hier genau an der Schnittstelle von einer Umgehungsstraße zu einer Zufahrt in ein Neubaugebiet. Aber wie man sieht, ist hier alles gesperrt. Die Zufahrt ist keine Zufahrt. Dass hier die Schranke steht, hat mit der deutschen Förderpolitik zu tun, weil die Umgehungsstraße mit Fördermitteln ausschließlich für den Zweck Umgehung gebaut wurde, dürfen von ihr in Neubaugebiete keine direkten Abfahrten führen. Heißt ja auch nicht Hinführungsstraße. Wenn die Stadt Hürth diese Zufahrt jetzt in Betrieb nehmen wollte, müsste sie einen Teil der Fördermittel wieder zurückzahlen. Warum das so ist, eine kleine Förderkunde. Die Stadt Hürth möchte Ende der 90er Jahre eine Umgehungsstraße haben, stellt einen Antrag beim Rhein-Erft-Kreis. Der beantragt Fördermittel beim Landschaftsverband Rheinland. Dieser bewilligt mehrere Millionen Euro. Die kommen vom Bund und vom Land NRW. Heute ist statt des Landschaftsverbands die Bezirksregierung Köln zuständig. Sie wacht darüber, dass die Stadt Hürth und der Rhein-Erft-Kreis den Zweck, für den das Fördergeld damals floss, einhalten. Ja, die Umgehung kann nicht einfach umgangen werden, auch wenn heute eine Zufahrt zum Wohngebiet eigentlich unumgänglich wäre. Man muss jetzt Umwege in Kauf nehmen, fährt durch andere Wohngebiete. Und das führt natürlich den Zweck einer Umgehungsstraße auch wieder ad absurdum, dass die Leute erstmal, um zur Umgehungsstraße zu gelangen, durch Wohngebiete fahren müssen, wenn sie doch eine Zufahrt direkt vor der Nase haben könnten. Aber das ist ja auch nicht für lange, dass hier kein Durchkommen ist. Genau genommen müssen sich die neuen Anwohner nur bis 2028 gedulden. Also was bringt es dann, die 8 Jahre jetzt zu warten? So einiges. Dann ist die Zweckbindung abgelaufen. Und das heißt, die Stadt darf die Zufahrt öffnen, ohne Fördergeld zurückzahlen zu müssen. Die Frage ist doch nun wirklich, ob sich in 8 Jahren hier de facto etwas ändert. Und das tut es eben nicht. Ja gut, die Straße bleibt zwar gleich und auch die Zufahrt bleibt gleich. Und doch ändert sich dann alles. Magic. So verblüffend ist die deutsche Förderpolitik. Ich glaube, Deutschland ist echt mein Lieblingsland. Hier ist alles so einfach. Wir bleiben aber beim Thema Klimaschutz, denn der macht ja zweierlei Sachen mit uns. Im besten Fall fliegen wir tatsächlich einfach weniger. Im schlechtesten Fall lügen wir einfach häufiger.
Wenn mich zum Beispiel in letzter Zeit jemand fragt, sag mal, Sarah, wie bist du denn hierher gekommen? Dann sage ich vorsichtshalber immer zu Fuß. Vollkommen egal, wo ich bin und von wo ich gekommen bin. Manchmal, wenn ich noch ein bisschen seriöser wirken möchte, sage ich, eigentlich sollte ich mit einem Kreuzfahrtschiff herkommen, aber wegen der Ökobilanz habe ich darauf verzichtet, ist mir zu assi. Muss man ein bisschen aufpassen, wie bei jeder Lüge, ne, dass das auch Sinn ergibt. Stichwort, wow, Sarah, du bist den ganzen Weg von Berlin nach Hamburg ohne Kreuzfahrtschiff gekommen? Chapeau, du bist echt die Krasseste. Aber ehrlich gesagt kann ich mit Kreuzfahrten eh überhaupt nichts anfangen. Ich bin sehr eigen, mir sind das zu viele Menschen auf zu engem Raum, dann ist im Pool kein Platz, weil der wegen der Statik oder was weiß ich super klein ist und dann auch noch prall gefüllt mit rot glänzenden Engländern. Ich habe immer so eine Vorstellung, dass das von oben aussieht wie eine Himbeere. Wisst ihr, was ich meine? Müsste man mal gucken, weiß man nicht. Was aber bedeutend furchtbarer ist als ein Pool voller sonnenverbrannter Touristen, ist, dass Kreuzfahrten eine unfassbare Umweltsauerei sind. Man macht sich wirklich gar kein Bild. Erstens, die Schiffe tanken nämlich Schweröl. Und Schweröl ist Sondermüll. Im Ernst, dagegen wirkt Diesel wie fair gehandelter Biohonig. Und nur um Ihnen mal so ganz grob ein Gefühl zu geben, weil ich hatte das selber nicht, wenn Sie ganz alleine eine Woche auf Mittelmeerkreuzfahrt sind, ne, dann produzieren sie deutlich mehr CO2 als das gesamte Jahr über. Inklusive Auto, Bus und Bahn. Alter, mehr sogar. Und trotzdem boomen Kreuzfahrten. Es ist so furchtbar. Unser Reporter Tobias Schlegel war auf der Kreuzfahrtmesse in Hamburg und hat sich mal auf die Seite der Kreuzfahrtindustrie geschlagen. Die haben es augenscheinlich super dringend nötig. Wir vom Kreuzfahrtverband sagen immer, Kreuzfahrtscham? Nein, danke. Im Gegenteil, wem seine Kreuzfahrt unangenehm ist, der ist nur auf dem falschen Dampfer. Wie viele Kreuzfahrten haben Sie schon gemacht? 15, 16, 17. Kiel, Tallinn, Petersburg, Stockholm und Helsinki. Und Karibik, wie kommen Sie da hin? Ich gehe mal damit aus wie ein Flieger. Jetzt gibt es ja diese ministerischen Umweltschützer, die dann sagen, ein Kreuzfahrtschiff hat einen CO2-Ausstoß von 84.000 Autos so am Tag. Was sagen wir denen? Ja, danke für die Info. Es ist nicht schön mit dem Klima, ich weiß, aber... Und das Gute ist ja auch, wenn man auf einem Kreuzfahrtschiff ist, ne, dann kann man ja eigentlich nicht Auto fahren und auch nicht fliegen. Richtig. Man verhält sich eigentlich umweltbewusst. Zumal wir praktisch, wir wohnen auch in Hamburg, zu Fuß hingehen zum Schiff, können mitfahren. Ja, das ist eine super Sache. Kreuzfahrtscham, nein, danke. Ja, man muss sich doch nicht immer so schämen. Ich sag immer, Schadstoffe in der Luft, mit einem Drink in der Hand, ein betörender Duft. Auch für das Kreuzfahrtgeschäft. Es boomt. Ja. Also wir können gar nicht mehr liefern. Ich kann es kaum sagen, also für dieses Jahr sind wir fast ausgebucht. Okay. Hat heute schon einer gefragt, so nach Nachhaltigkeit und so? Wie nachhaltig sind da Ihre Reisen? Tja, das ist schwierig zu sagen. Also im Endeffekt ist halt immer, es ist halt eine Belastung, eine kleine. Ja, die kleine Belastung nehmen uns die Eisbären bestimmt nicht übel. Und jetzt geht es, wie Sie schon sehen, an das weiße Ende der Welt, nämlich die Reise zu den Pinguinen. Apropos Ende der Welt. Wir wollen zum Nordkap rauf, mal. Nordkap? Nächstes Jahr vielleicht mal irgendwie. Also zugucken, wie die Polkappen schmelzen. So ist es ja. Mit dem Kreuzfahrtschiff. Mit dem Kreuzfahrtschiff. Und weil eh bald alles unter Wasser ist, habe ich hier schon mal das Kreuzfahrtschiff der Zukunft, die Arche Noah 2. Mit Riesenrad, Achterbahn, SUV-Rennbahn, Golfplatz und angeflanschtem Flughafen. Ein Ticket für die Arche Noah 2, 30% Frühbucherrabatt, ne? Wir holen Sie ins Boot, die Welt säuft ab. Da haben Sie Sicherheit. Wir vom Kreuzfahrtverband haben schon immer eng mit dem Klimawandel zusammengearbeitet. Greifen Sie zu, bevor es zu spät ist. Mann, Mann, Mann. Vielen Dank. Das war ein Film von Martina Hauschild. Ein sehr lustiger und auch ein sehr trauriger Film. Apropos traurig, vielleicht haben Sie schon mitbekommen, Mad Mike ist tot. Sie kennen Mad Mike nicht. Das dachte ich mir, der ist nämlich Stuntman und Flat Earther. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Das sind quasi Leute, die daran fest daran glauben, dass die Erde flach ist. Und weil der Mad Mike das beweisen wollte, hat er sich tatsächlich eine dampfbetriebene Rakete gebaut. Ohne Scheiß. Und mit dieser Rakete ist der Mike dann am Samstag in Kalifornien gestartet. Und es ist nicht so gut ausgegangen.
Aber so ist das mit Verschwörungstheorien. Die sind nicht gut für die Gesundheit. Auch schädlich für uns und unsere Nachkommen ist folgende Verschwörungstheorie, nämlich, dass es den menschgemachten Klimawandel nicht gibt. Angeblich wurde der sich nur ausgedacht, damit Forscher Fördergelder abgreifen können. Ist natürlich vollkommener Quatsch, das weiß ja jeder, dass Forscher sich ihre Gelder, so wie wir normalen Leute, hier erschlafen müssen. Und bitte verbreiten Sie das ruhig weiter. Das stimmt natürlich nicht, aber ist ja egal, es pfeifen ja eh alle auf die Wissenschaft. Wenn einer von Ihnen das vielleicht einfach in so einem Forum und hier mal in den sozialen Medien, das muss nur genug verbreitet werden, dann springt schon irgendeine arme, traurige Wurst auf den Zug auf und wird's glauben. Und dann kommt noch eine andere traurige Wurst und glaubt's auch und noch einer. Und wenn man dann noch zufällig einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin mit einem reichen Partner findet, dann ist die Sache im Grunde bewiesen. So läuft's nämlich heute. Auch machen Sie gerne. Auch unser heutiger Gast ist Forscher und der hat vor kurzem 660 Millionen Euro Fördergeld erhalten. Ob er sich das erschlafen hat und warum einige Menschen heutzutage einfach nicht mehr an die Wissenschaft glauben, ich werde ihn gleich mal fragen. Erst wollen wir ihn aber ganz kurz mal vorstellen. Professor Johannes Vogel ist der Direktor des Naturkundemuseums in Berlin. Der Biologe hat eine natürliche Faszination für ausgestorbene Giganten. Mein großes Idol war Chimek. Er pflegt einen speziellen Botaniker-Fetisch. Ein Farn, das Sexualleben dieser Farne. Das war meine Spezialität. Aber vor allem hat er einen Auftrag. Der Kampf gegen menschengemachten Klimawandel und Artensterben. Es geht um das Große, es geht um Generationengerechtigkeit, um Klimagerechtigkeit. Oder wie würde man das für extra drei Zuschauer sagen? Es geht wirklich um die Wurst? Genau, als Stimme der Wissenschaft appelliert Vogel an Forschung und Gesellschaft. Weil Wissenschaft Teil der Lösung für die anstehenden Probleme sein muss. Das heißt für Sie, liebe extra drei Zuschauer, was brauche ich eine Teflonpfanne, wenn es keine Eier gibt? Artenschutz für einfache Gemüter. So erklärt, begreifen es wirklich alle. Wo Sie noch totes Zeug sehen, sieht er schon die Lösung aller Probleme. Das ist die Rettung der Welt. Und das ist der Retter, Professor Johannes Vogel. Herzlich willkommen bei Extra 3. Oh, Herr Vogel, Sie sind wie gemacht fürs Fernsehen. Sie sind wie gemacht fürs Fernsehen. Alles, der Bart, die Brille. Ich will die ganze Zeit nur so Fotos von Ihnen machen und in Ihren Bart greifen. Aber nicht anfassen. Vorhin durfte ich noch, als ich gefragt habe, ob ich mal anfassen darf. Ich will nicht kaputt machen. Ich glaube, das ist wie Frisuren von Damen. Da darf man nicht drin rumfummeln. Bloß nicht. Es ist doch tatsächlich so, oder vielleicht spinne ich nur, ich habe das Gefühl, die Leute glauben der Wissenschaft nicht mehr. Oder die ganzen Idioten wie AfD und Trump bringen den ganzen Mist nach vorne. Aber ist das so? Wird das schlimmer oder wird es nur lauter? Ich glaube, das wird einfach nur lauter. Ich glaube, dass viele Leute an die Wissenschaft glauben, und zwar täglich. Sie wissen, dass wenn sie ein Ei kochen wollen, dass sie Wasser heiß machen müssen und dass das bei 100 Grad ungefähr so zu sieden anfängt und so weiter und so fort. Das wissen sie alles. Sie benutzen iPhones, da steht so viel Technik und Wissenschaft drin. Ja, damit hätte man früher zum Mond gekonnt und dreimal zurück. Also wir glauben alle an Wissenschaft, aber es macht sehr viel Sinn, Unsicherheit zu stiften, weil wenn Unsicherheit gestiftet wird, dann können schräge Gedanken Konjunktur bekommen. Und da dürfen wir uns nicht von einschüchtern lassen. Aber wer sich davon eben halt auch ein bisschen einschüchtern lässt, ist leider die Wissenschaft selber. Und die muss rausgehen und die muss mit den Menschen reden. Und deswegen brauchen wir mehr davon, die sie ins Fernsehen auch mal einladen. Und die dann auch mal erzählen, dass es eben halt vielleicht anders ist. Und nicht immer nur das ganze Reden den Politikern überlassen. Und wie kann man, wobei Sie müssen ja mit allen reden, ne? Sie müssen ja im Grunde mit der Politik reden, mit den Leuten, die vor der Politik kommen. Sie sabbeln sich dumm und dämlich wahrscheinlich. Genau, ich rede mir den Mund fusselig. Das können Sie aber auch. Ja, aber ich werde dafür bezahlt. Wobei Sie auch. Genau. Oh, wir sollten ein Team bilden zusammen. Wie kann man denn Menschen heutzutage noch davon überzeugen, dass dieser Klimawandel menschengemacht ist und dass man irgendwas machen muss, wenn die sagen, ich denke nicht, die Erde ist flach, lass mal eine Rakete bauen. Wobei, das sortiert sich ja dann von alleine, haben wir gesehen, aber... Ja, ich glaube, also, in Deutschland gibt es ungefähr 500.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Und die müssen jetzt mal mobilisiert werden, dass sie vielleicht mal einen Tag der Woche mal aus ihren Laboren rausgehen und mal mit den Menschen reden. Mhm. Da kommt man nämlich schon mal ganz schön weit. Und das Gute ist, dass unsere Bundesregierung genau daran jetzt arbeitet, dass Dialog mit der Gesellschaft Chefinnensache wird. Und ich denke, dann wird sich was ändern. Das muss von oben her kommen. Und da müssen wir trainieren, da müssen wir den Leuten helfen, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern helfen, dass sie das lernen, ja, mit zuzuhören vor allen Dingen. Reden können wir eh alle, zuhören weniger. Und da können wir dann mit anfangen. Das wird ein Prozess sein, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, so Institutionen wie mein Naturkundemuseum, die sind da super für prädestiniert und wir machen da auch schon viel. Sie haben geilen Kram mitgebracht aus dem Naturkundemuseum. Sie sind ja Spezialist in Artensterben. Ich wollte eh fragen, ich meine, also Sie... Genau, hier habe ich gleich was mitgebracht. Das kennen Sie alle aus der Wohnung. Das ist die Monstera, die Sie zu Hause stehen haben, die angeblich die Radikalen aus der Luft fängt. So sah die mal vor 80 Millionen Jahren aus. Das ist der Ursprung der derzeitigen Regenwälder, die gerade brennen. So sahen die früher mal aus. Ich weiß gar nicht, was das ist. Was ist eine Monstera? Das sind diese schönen grünen Pflanzen, die man nie kaputt macht. Ach so, das habe ich nicht. Gummibäume. Ja, verstehe. Pflanzen sterben bei mir. Die man nicht kaputt kriegt. Oh, ich sollte Ihnen nicht sagen, dass bei mir Pflanzen sterben. Nein, bei meiner Frau auch nicht. Okay. Was sind die anderen coolen Sachen? Ja, wir reden doch jetzt alle von den Viren. Das hier ist der älteste Nachweis eines Virus in der Erdgeschichte. 150 Millionen Jahre alt. Das ist eine Krankheit, die betrifft Menschen heute noch. Paget heißt die. Da werden Wirbel miteinander verschmolzen. Und sowas findet man dann, wenn man nach Fossilien gräbt. Viren finden Sie nicht, die sind viel zu klein. Aber die Effekte von Viren können Sie sehen. Dafür brauchen wir moderne Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Inwieweit ist denn Artensterben relevant für Menschen? Ich könnte mir vorstellen, dass irgendjemand sagt, ja, wenn da ein Frosch in Südamerika stirbt, betrifft genau mich doch nicht. Genau, also ganz einfach. Frösche, Lurche, all dieses Zeug, auch hier in Europa, frisst ganz viele Mückenlarven. Weniger Frösche, mehr Mückenlarven, mehr Mückenlarven, mehr Mücken. Ja, schlimm, nicht? Und das Allerbeste ist, dann kommt noch der Klimawandel dazu. Dann gibt es noch mal neue Mücken und die bringen noch mal neue schöne Krankheiten mit. Yay! Yay! Nilvirus zum Beispiel, super gut. Yay. Möchten Sie bloß nicht haben. Klingt super. Und dann haben Sie keine Frösche, die die ganzen Dinger wegfressen. Dann haben Sie ein Problem. Ja. Ja, so einfach ist das. Also der Wissenschaft trauen und zuhören und im Notfall mal im Naturkundemuseum vorbeikommen. Immer im Naturkundemuseum vorbeikommen und danke, weil das Geld kriegen wir vom Steuerzahler. Das sind alle Sie. Unterstützen Sie uns weiter so. Dankeschön. Zum Glück sind ja ein paar Arten noch da, vermutlich weil es ganz besonders intelligente Tiere sind und die sieht man auch nur im NDR. Alles ist harmonisch und niedlich friedlich wie immer bei Leopard, Seebär und Co. Naja, fast. Morgen. Morgen. Ja, guten Morgen. Na, schon das unterirdische Drehbuch für heute gesehen? Ja, unrealistisch wie immer. So sind wir gar nicht. Genau wie in freier Wildbahn werden unsere niedlichen Tapire artgerecht mit Apfelkirsch-Knoblauch-Shampoo abgeschrubbt. Schruppel. Ekelhaft. Leute, das ist ja gar kein Elefant. Der hat viel zu kleine Zähne. Leben im Zoo ist schon kacke. Aber in einer gefegten Zooserie mitspielen ist richtig zum Reiern. Meine Herren, wir müssen handeln. Das Wort hat der Vorsitzende, Herr Pingel. Wo ist denn der Pingel? Hier, ich schlage einen Ausbruch für alle vor. Los, wir hauen ab. Ja, wir hauen ab. Echt jetzt? Ich komm nach. Oh, halt, hier gibt es immer was zu essen. Abhauen können wir später noch. Ah, Fischstäbchen. Die Tiere können ja auch gar nicht in Freiheit leben. Wieso denn nicht? Na, weil die hier doch alle gefangen sind, ist doch ganz logisch, oder nicht? Die Frau hat recht. Ich will auch rein. Die Mauer muss weg. Wir wollen raus aus dieser miesen Serie. Mami, ich muss mal. Kapp doch einfach in den Teich. Neulich im NDR von Jens Böttcher, Carsten Deutschmann und Henry Sperling. Guck, wie mein Publikum jetzt Herzen in den Augen hat. Mit Tieren kriegt man sie mal alle. Ne? Ich mach die gute Laune wieder kaputt mit ein bisschen schlechter Laune. Ich möchte über Radfahrer sprechen, die sind nämlich asozial. Die halten sich nicht an Regeln, die gehören nicht zu uns, die gehören in die Hölle. Bisher war das zumindest, na. Ich weiß, einen Applaus zu schätzen, aber ich kenne auch Radfahrer persönlich. So.
Das war bisher zumindest meine feste Überzeugung. Und dann wollte ich denen mal zeigen, wie schwer kann es schon sein. Man kann sich sehr wohl an die Verkehrsregeln halten und trotzdem schneller sein als zu Fuß. Also habe ich mich auf mein persönliches Dreirad geschwungen und das ganze Ding mal getestet. Ich starte also zu Hause, das ist doch relativ einfach. Ich weiß auch, dass man gegen die Einbahnstraße radeln darf. Nach 200 Metern weiß ich allerdings, dass das nicht für jede Einbahnstraße gilt. Gott sei Dank weist mich ein Porsche-SUV-Fahrer darauf hin, indem er mich fragt, ob man mir in den Kopf geschissen hätte. Richtig sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Ich verneine aber erstmal und fahre weiter. Vor einer Ampel dann plötzlich super unverhofft aus dem Nichts ein 2 Meter langer Fahrradweg auf der Straße. Ich denke so, cool. Der endet aber genauso abrupt, wie er begonnen hat. Ich bremse also, ne? Zack, landet mein Vorderrad 2 Millimeter auf dem Bürgersteig. Das ist ein Bürgersteig und kein Zirkus hier. Höre ich es von rechts bellen? Ich sage, ja, das stimmt, aber vor 5 Metern war es noch eine Einbahnstraße. Danach war es ganz kurz ein Radweg und erst jetzt ist es ein Bürgersteig. Alter, ich mache es kurz, es war nicht so einfach. Mal darf man einbahnen, mal nicht. Manchmal enden Radwege einfach so, mitten auf der Straße. Manchmal gibt es Radwege auf beiden Fahrbahnseiten, manchmal aber nicht. Manchmal muss man die Straße benutzen, manchmal steht darauf die Todesstrafe. Ich habe beschlossen, viel von den Hässlichkeiten, die ich über Radfahrer gesagt und gedacht habe, möchte ich jetzt zurücknehmen. Ich kann mir das leisten, ich habe sehr viele Hässlichkeiten in mir, es ist noch ein bisschen was übrig, keine Sorge. Aber man könnte sich schon fragen, macht es jetzt vielleicht sogar Sinn, lieber mehr über Autofahrer zu fluchen? Martina Hauschild hat sich in Hamburg-Ottensen mal informiert. Yeah. Es war einmal eine gute Idee. Im Hamburger Stadtteil Ottensen wurde eine autofreie Zone eingerichtet. Ottensen macht Platz, also auf 4 Straßen. Alle waren begeistert, grundsätzlich. Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Es begab sich aber zu einer Zeit, als aus einer grundsätzlich guten Idee schnell ein Streit entbrannte. Anwohner wie Niklas Kranz hatten eine Ausnahmegenehmigung und durften mit ihrem Auto trotzdem fahren, weil sie einen Tiefgaragenstellplatz hatten. Als ich dann zur Arbeit fuhr, baute sich gleich am ersten Morgen ein etwas älterer Herr vor meinem Auto hier direkt an der Stelle auf, um mir deutlich zu machen, dass es doch jetzt eine Fußgängerzone sei. Da zeigte Herr Kranz freundlich seine Ausnahmegenehmigung, aber... Die Leute waren auch so in Rage tatsächlich, dass man selbst mit Ausnahmegenehmigung nichts erreicht hat. Streitlustige Dorfbewohner taten sich sogar zusammen. Als das so gesperrt wurde, dann fuhr irgendjemand mit seinem Auto hier rein und dann stellt sich so eine Mutter mit Kinderwagen vor das Auto und dahinter stellen sich auch 2 Leute und blockieren ihn. Da kam die Polizei und hat das auch aufgeklärt. Das ist nämlich Selbstjustiz und Nötigung. In ihrem Zorn füllten einige ihre Körbchen mit frischem Wurfgemüse. Dass teilweise Autofahrer, die in ihre Tiefgaragen wollten, mit Tomaten beworfen wurden auf dem Nachhauseweg. Das ist natürlich dann auch nicht so schön. Auch die örtliche Reinigung suchten die wütenden Bürger heim. Herr Feitz hatte das Projekt Ottensen macht Platz kritisiert, weil ohne Auto weniger Kunden kamen. Das hätte er besser nicht tun sollen. Dadurch haben sie mich angerufen, geschirmt und haben sie mich boykottiert. Wir kommen nie wieder diese Reinigung, so wir gehen andere Reinigungen. Alle dachten, Herr Feitz hätte gegen das Projekt Autofreies Ottensen geklagt, hatte aber gar nicht. Und es kam noch schlimmer. Es entbrannte ein Wettbewerb. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist das größte Rumpelstilzchen im ganzen Land? Als sich Leute sich da an Schimpfwörtern einfallen lassen haben, das war von Fahrradschlampe bis Verkehrsfascho. Alles mit dabei. Die Leute gucken sich schon bös an. Ich bin in diesem Stadtteil groß geworden. Seit 50 Jahren lebe ich hier. Gab's noch nie sowas. Da beschloss das Verwaltungsgericht das Ende der einst guten Idee. Ottensen macht Platz wurde erstmal in einen Dornröschenschlaf versetzt, bis die wütenden Bürger wieder weg sind. Denn eine autofreie Zone hier ist prinzipiell eine gute Idee. Und wenn die gute Idee nicht ganz gestorben ist, dann streiten sich die Verkehrsfaschos und Fahrradschlampen, die Anwohner, bald wieder. Oh. Es ändert sich ja alles so wahnsinnig schnell.
eben noch im Schlaf. Jetzt soll die autofreie Zone wieder ausgeweitet werden, weil es halt bis jetzt auch so gut geklappt hat. Ne? Wir bleiben dran und informieren Sie. Das war's schon wieder mit Extra 3 mit Kuttner. Jetzt kommt Zapp und morgen übernimmt dann Christian Ehring wieder hier den ganzen politischen Irrsinn, der sich die Woche über aufgestaut hat. Wir sehen uns laut meiner Redaktion am 1. April wieder. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es nur ein Scherz ist und die mich rausschmeißen. Aber wir gucken mal. Bis dahin Maul halten und Korn trinken. Und danke, liebes Publikum. Applaus